Muay Thai, I call into the blue corner, Anes Muzic. Und jetzt kommen wir zu einem Schmankerl. Zum ersten Mal in Österreich, die Premiere. Ein Extreme Muay Thai Kampf. Mit MMA-Clubs nach Muay Thai-Regeln, das heißt mit Ellbogen und mit Knie zum Kopf. Und mit Clinchen? Mit Clinchen, da geht es komplett weiter, mit Würfen, nur am Boden wird aufgehört. Bin ich mir, ich glaube, ich verspreche Ihnen nicht zu wenig, wenn ich sage, der Kampf wird blutig. Der Kampf wird verdammt blutig. Und wie gesagt, beide Kämpfer nicht dafür bekannt, dass sie einem harten Schlagabtausch aus dem Weg gehen. Ist von beiden sogar das Game. Einfach hart zu prügeln. Anes Muzic, kein Unbekannter, hat hier vor 1,5 Jahren den Panzer Patrick Spierk in der ersten Runde nach 30 Sekunden gestoppt, ihn einmal K.O. geschossen und dann noch in seiner letzten Rettung noch submitted in unter 30 Sekunden. Also kein Unbekannter auf der Vendetta. Aber sein Gegner Adin Pujabesic vom Basic Club in Wien, auch kein Unbekannter, eine MMA-Legende von Österreich, hat mittlerweile, glaube ich, schon über 15 Jahre MMA am Buckel in Österreich, war unter anderem auch Austrian MMA Champion seinerzeit, führt mittlerweile mit dem Basic Sports Club das stärkste Amateurteam von Österreich im MMA an. Die alle im Nationalteam auch vertreten sind, im österreichischen, sowie mehrfache WM und EM-Teilnehmer. Also man darf hier auf einen guten Schlagabtausch gespannt sein. Bei Muzic gehen wir davon aus, dass er gleich zu Beginn extrem kommt aus dem Kyokushin-Karate, ist dort Braunbelt. Gehen wir davon aus, dass er gleich zu Beginn sehr hart und schnell beginnen wird. Und bei Pujabesic gehen wir auch davon aus, dass er da den nicht unbedingt aus dem Weg gehen wird, sondern in den Schlagabtausch wahrscheinlich direkt reingeht und es wahrscheinlich zu einem Last Man Standing kommt. Ja, auf Adin Pujabesic habe ich mich fast am meisten gefreut heute, dass ich den noch einmal sehen darf. Ist ja quasi in der MMA-Rente mittlerweile. Naja, man darf niemals nie sagen, wie gesagt, eine Legende im österreichischen Kampfsport. Pujabesic! Derzeit bei Octagon MMA unter Vertrag, früherer Brave-Kämpfer und grüner Bruder von Adin Pujabesic. Kad ti se crno piše i sve oko sebe mutno vidiš, poraz nije opcija, zube stisi pa se digni. Sjeti se treninga za pobjedu, pogini. Isključi mozak, hrabu srca čuda čini. Usta! Da krvariš iz krvari ako treba, al nek vide da se u životu nikad neće šperat. Usta! Ruke gore, pokaži mu da si spreman i neka bude svjestan da će sada biti jeban. Adin Pujabesic je bol, moment kao ću spremam, nekne za enam, on zbosniše sasvim nevoj. First, fighting out of the blue corner, he's a professional Muay Thai fighter
with a record of one win and one loss. He stands 1.80 meters tall. 30 years young. Fighting for Piranha MMA, Anes Muzic! And his opponent in the right corner is a professional Muay Thai fighter with a record of 6 wins, 4 losses. He stands 1.83 meters tall. He's 37 years old. Fighting for Basic Sports Club, Adin Bujovic! Wenn der Lokalmatador Adin Bujovic aufgerufen wird. Babasade. Please obey my commands. Commands Yud means stop, no more activity. Commands Yek means break. Commands Juk means fight. We have any question? Ein Muay Thai-Kampf nach Muay Thai-Regeln mit MMA-Gloves, auch bekannt als Extreme Muay Thai. Am Boden geht's nicht weiter. Würfe, Ellbogen, Knie, alles erlaubt, auch im Clinch. Touch Gloves und schon geht's los. Attackiert hier sehr hart. Sie sind im Clinch, es wird gelöst. Und du bist gleich wieder, du bist der Erste. Push. Schreib, push. Die Anweisung von seiner Ecke von Dominik Schober, er soll mehr aggressiver werden. Gute Treffer von Muzic jetzt. Ja. Fordert hier das Publikum auf, mehr Unterstützung zu geben und geht wieder. Schlägt aber nur in die Deckung. Jetzt kommt Adin ins Eins. Er braucht die Schläge. Ja! Das war jetzt kein Wirkungstreffer, das war mehr mit Schwung. Man sieht jetzt auch die Unterschiede zum K1 von vorhin. Hier wird einfach mehr geclincht, mehr geworfen. Und einfach das Bein festhalten. Ja. Beide stehen sehr aufrecht. Adin arbeitet viel mit der Doppeldeckung. Und der Referee trennt wieder. Adin verfolgt ihn gleich, holt sich die Ringmitte, nutzt das gleich aus. Sie stacheln sich gegenseitig mit Worten auf. Muzic versucht es mit ein paar Psychospielchen offenbar. Adin hier mit einer guten Beinarbeit, die letzten 10 Sekunden, er lässt ihn sich kommen, nimmt nur und wartet auf den Konter. Und Pause. Muzic mit mehr Output in der ersten Runde, weil meist ist die nie in die Deckung gegangen, wie du vorher schon gesagt hast. Aber man muss auch sagen, Muzic hat nur die Deckung getroffen bis jetzt. Adin alles in die Deckung nur bekommen. Ah, da war einer, der durchgegangen ist, ein zweiter, aber... Da hat man das gesehen jetzt. Noch einmal in die Wiederholung. Ja.
Beide Ecken geben ihre Anweisungen. Der Kampf ist auf 3x3 Minuten angesetzt, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Richtig. Nach den Muay Thai-Regeln. Auch die letzten Coaches verlassen jetzt den Cage. Trotzdem noch einmal Touch Gloves. Ja. Adi mit einer sehr, sehr guten Beinarbeit. Ja, lässt ihn reinrennen. Wieder. Ja. Wow. Jetzt selber ausgerutscht. Music hier sehr fair. Nicht nachgeschlagen am Boden. Was passieren hätte können, muss man dazu sagen. Mittlerweile beide sehr fair. Und jetzt kommt Adin. Ja. Mit dem ersten Knockout. Hat ihn jetzt, glaube ich, hier an der Seite getroffen. Und ich glaube, Music hat sich die Hand verletzt. Ich glaube, der Finger ist. Sehe ich den Finger richtig? Der Referee ist davor, aber ich sehe den Finger, glaube ich. Music zeigt auf seinen Finger. Music hat bei seiner linken Schlaghand als Linkshänder etwas. Es wird der Ringarzt geholt. Music dürfte hat seinen linken Ringfinger umgeknickt sein beim Fliegen. Hier haben wir den Arzt. Haben wir da die Slow Motion? Ja. Ja, da hat er ihn schön getroffen. Runter. Aber ich sehe nichts. Ich sehe nichts von der Hand. Und ich glaube, das war's. Scheinbar, dass ich den Finger gebrochen habe. Ja. Das ist natürlich sehr, sehr bitterlich. Haben wir uns anders erwartet. War ein sehr, sehr guter Kampf. Ja, sehr schön. Spannend. Sehr actionreich. Schön hin und her gegangen. Leider hier. Ja. Das Wohl des Kämpfers geht vor. Der Pokal wird übergeben von Mehmet Altuntop von Topsan GmbH. Aber wie gesagt, es ist die linke Schlaghand von Music. Wenn er nicht mehr schlagen. Und wir kriegen vom Cutman grad das okay. Es ist der Hand, der Finger gebrochen. Ja, Adin hat sich das Ende auch sicher anders vorgestellt. Beide Kämpfer, Music, sehr enttäuscht, nimmt hier das Mikrofon. I this fight accepted with rules and Muay Thai. But this is cage for MMA, bro. This is MMA cage. This is no, I want rules Kyokushin. I want rules boxing. I want rules judo. No, brother. This is cage MMA. Street MMA. Not this shit. Salam alaikum. I just want revenge with this guy. I beat your guy, boy, hey! I beat this guy! Wie gesagt, hier sieht man jetzt von Music ein wenig den official decision, winner, Red Corner, via Doctor Stoppage in the very first round. Adin! Kann passieren. Aber ja, sollte halt nicht unbedingt passieren. Adin! Julio Basic! Taktisch gut gekämpft. Vom Head Coach des Basic Sports Club aus dem dritten Ende haben sich sicherlich beide Kämpfer anders vorgestellt. Our winner, Adi Buljubasic! Yeah.
jack, you're about to cop me a mansion. In the club, but you know they not dancing. You can't send them, don't dance. Wie gesagt, die Sicherheit des Kämpfers geht vor, wenn der Ringer abbricht. Man muss halt auch dazu sagen, Musik ist Linkshänder, es ist die linke Schlaghand, die verletzt ist. Muay Thai-Kampf, ein MMA-Kampf, egal welcher Kampf, mit einem gebrochenen Finger, kann nicht gut ausgehen für den jeweiligen Kämpfer. Das speziell hier, wo wir jetzt noch mit weniger Schutz haben, mit den MMA-Gloves, der Kampf nur im Stand stattfindet. Ja, ich verstehe zwar den Unmut, muss aber ehrlich gesagt auch ein bisschen professioneller drauf reagieren, was passiert ist. Give us your thoughts on your performance. Hallo meine Lieben. Jeder, der mich kennt, weiß, wie ungern ich am Mikro rede, aber es ist scheißegal. Als allererstes möchte ich mich bedanken bei meiner Frau, die mich immer unterstützt, egal wie anstrengend und geschissen ich bin. Mein Sohn, der zu Hause auf mich wartet. Papa hat gewonnen, ich liebe euch beide so sehr. Und alle anderen aus dem Team Basic, alle anderen, die hier sind, die laut sind, die uns anfeuern. Ich liebe euch. Meine Jungs, meine Trainer, Marco Kisic, der beste 77er auf dem scheiß Planeten. Bald, okay? Danke, danke an alle. Danke Bülent-Abi für die Möglichkeit. Bis zum nächsten Mal. Adin Buljubasic!